Ja, ich bin Ulrich Schulze-Vorwinkel. Ich lebe hier zusammen mit meiner ganzen Familie auf unserem landwirtschaftlichen Betrieb hier im Münsterland. Diesem gibt es schon viele Generationen hier und ich habe das Glück gehabt, dass ich einen elterlichen Hof hatte, den ich übernehmen konnte und auch mit Herzblut versuche weiterzuentwickeln. Wir betreiben Ackerbau. Das ist ein Standbein, wo sich mein Vater drum kümmert. Dann ist die Tierhaltung natürlich ein großer Punkt, um den sich alles hier auf dem Hof dreht. Die Tierhaltung in einem Stall anders aufzuziehen, der Gedanke war schon ziemlich lange da. Und irgendwann haben wir dann gesagt, Mensch, wir versuchen einfach auf eigene Faust den Stall so umzubauen, dass es nach unseren Gesichtspunkten mehr Tierwohl beinhaltet. Und in dieser Phase kam dann auch Aldi auf uns zu und schließlich kam dann das Produkt Fair und Gut auf den Markt. Und ja, wir sind sehr glücklich damit, mit dem Brot zu sein. Der wesentliche Unterschied bei Fair und Gut zu konventionellen Produkten ist wohl, dass wir unseren Tieren zu jeder Tages- und Nachtzeit einen Auslauf bieten. Zusätzlich bieten wir den Tieren doppelt so viel Platz, wie gesetzlich gefordert. Gerade die Strohgabe ist ein wesentlicher Aspekt bei uns. Zum einen als Raufuttergabe, Beschäftigungsmaterial oder auch für den Nestbau. Wir bauen auf unserem Betrieb im Ackerbau Weizen, Gerste, Mais, Raps, Ackerbohnen an. Ein Großteil dieser Ernte ist bei uns die Grundlage für die Fütterung. Ein grundlegender Unterschied ist der Verzicht bei den Komponenten auf genveränderte Futtermittel. Ich habe schon den Eindruck, dass die Kunden zukünftig eher auf solche Produkte setzen. Wenn ich selber als Landwirt durch den Auslaufstall durchlaufe, dann sieht man die Tiere im Stroh auch wohl spielen, sich im Stroh einschieben. Das ist schon ein grundlegender Unterschied zu den Tieren, die wir normal in konventioneller Haltung halten.